Depressionen sind eine psychische Erkrankung, die ein Gefühl von Alleinsein auslösen kann, Traurigkeit, Leere und auch Frust sowie zahlreiche negative Emotionen. Also das Spektrum ist sehr weit dabei. Und ist man erstmal an so einer Depression erkrankt, würde ich behaupten, hast du einen großen Nachteil im Leben. Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Eine anhaltende gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken, Interessenverlust sowie vielfältige körperliche Symptome, die von Schlaflosigkeit über Appetitstörung bis hin zu Schmerzenzuständen reichen, sind die möglichen Anzeichen einer Depression. Die Mehrheit der Betroffenen hegt früher oder später Suizidgedanken. 10-15% aller Patienten mit wiederkehrenden, schweren ausgeprägten depressiven Phasen sterben durch Suizid. Ja, hallo, mein Name ist Ben. Ich bin 17 Jahre alt und bin mit Mitte meines 16. Lebensjahres an Depressionen erkrankt. Ich würde sagen, wenn man keine Gefühle hat, kann man auch nicht fühlen. Weil mit Depressionen ist es so, dass sich für dich vieles einfach taub anfühlt. Das heißt, alles, was du empfindest, ist abgestumpft. Und wenn du alleine bist, dann... Es kann schön sein, alleine zu sein mit Depressionen. Es kann aber auch schlecht sein, würde ich behaupten. Und also wenn ich richtig schlechte Phasen habe, dann kann es sein, dass ich tagelang nichts fühle. Das heißt, keine Freude, keine Trauer. Es ist einfach so, als ob du keine Emotionen hast. Das ist ein schreckliches Gefühl, mal ehrlich zu sein, weil was ist man, wenn man nichts mehr empfindet? Das ist die Frage dabei. Und so hatte es sich dann auch entwickelt, dass ich mit Cutten angefangen habe, weil es halt ein Weg war, irgendwas zu fühlen. Weil du fühlst dann halt diesen Schmerz. Und wenn du halt tagelang nichts fühlst, tust du vieles, um einfach nur für ein paar Minuten was zu fühlen. Ich nehme momentan Antidepressiva und bin in psychologischer Behandlung. Ich war zweimal in der LVR. Einmal wegen einer Suizidäußerung, einmal weil ich als gefährlich eingestuft wurde für mich selbst und mein Umfeld. Das hieß, ich wurde zweimal mit einem Krankenwagen abtransportiert und bin ins Vorstellungsgespräch gekommen, also nicht direkt in die LVR rein, also nicht, dass ich halt betreut wurde so, sondern nur, dass jemand mit mir geredet hat und festgestellt hat, so, ist der jetzt suizidal? Würde der sich umbringen, wenn wir ihn jetzt rauslassen wieder? Und sonst was. Das hat man halt vorher, bevor man überhaupt in die LVR reinkommt, weil die LVR ist ziemlich voll. Du kannst nicht einfach da rein und so sagen, so, hier, haltet mich bitte davon ab, mich umzubringen. Sondern du wirst erstmal in ein Aufnahmegespräch gestellt. Und ich wurde halt zweimal dann nicht so gefährlich eingestuft, dass ich halt mich umbringen würde oder sonst was Dummes machen würde. Ich bin jetzt seit einem Jahr depressiv und habe mich in der Zeit ziemlich verändert. Also ich glaube, ich bin vom niedrigsten Punkt, den ich hatte, schon wieder hochgekommen und habe mich hochgekämpft, bin wieder runtergefallen und wieder hoch. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Bei mir kam es zur Depression durch einen Trigger. Also
Ich wurde von meinem frühkindlichen Trauma wieder eingeholt, also retraumatisiert. Von dort aus kam es dazu, dass ich Medikamente genommen habe, die psychologisch aktiv sind, also Psychopharmaka. Und die haben nicht geholfen, die haben es nur schlimmer gemacht. Das war Methylphenidat und Lisdexamfetamin, beides ADHS-Medikamente, die ich bekomme, weil ich ADHS habe. Und diese Medikamente haben es noch schlimmer gemacht mit der Depression. Und dann war dort noch der Schuldruck, den ich bekommen hatte. Und ich kam halt einfach nicht mehr in der Schule klar und hatte mich ziemlich zerstritten mit meinen eigenen Eltern. Hatte Probleme mit meinem Umfeld. Und so ist die Depression entstanden bei mir. Aber auch größtenteils durch Ablehnung von Personen, die mir sehr am Herzen liegen. Mein Trauma ist quasi, dass ich von meiner leiblichen Mutter vollkommen verstoßen wurde und dann im Kinderheim gelandet bin. Also, sie hat sich nicht um mich gekümmert, mir keine Aufmerksamkeit gegeben und mich fast verhungern lassen. Ich glaube nicht, dass ich diese Depression innerhalb von jetzt einem Jahr oder so loswerde. Also ich weiß nicht, wie lange man depressiv ist. Und ich weiß auch nicht, ob es bei mir geheilt werden kann oder ob ich jemals wieder normal, in Anführungszeichen, sein kann. Dass ich nicht den Drang habe, mich selbst zu verletzen oder eine Leere in mir zu fühlen, die nicht gefüllt werden kann. Leute, wenn ihr einen Depressiven seht, beurteilt ihn nicht nach seinem Verhalten direkt, weil ihr wisst nicht, wodurch dieser Mensch gegangen ist, was dem Menschen angetan wurde vorher. Und ihr wisst auch nicht, wie er sich innerlich fühlt. Habt Verständnis mit diesen Leuten.